Wir sind heute wieder in Wien unterwegs, wo wieder eine große Demonstration für die Freiheit stattfindet. Bleibt dran! Wir sind jetzt vom Heldenplatz hierher zum Votivpark gegangen. Hier haben früher immer Antifa-Demos stattgefunden. Heute findet aber auch eine Corona-Maßnahmenkritische Demonstration statt. Na wirklich, es gibt Wiener, die freuen sich über jede Demo. Das sind die Würstelstandbesitzer am Rhein. Wir sehen, wir tragen die positive Stimmung, tragen wir über Wien hinaus. Bemerkt habt, was sich da zusammenbraut mit diesen Gesetzen, da habe ich gewusst, das geht nicht. So, wir sind jetzt wieder unterwegs von der Votivkirche Richtung Heldenplatz zur anderen Demonstration. Bei der Votivkirche war es ganz interessant, sehr hervorragende Redner aus meiner Sicht. Ein Kabarettist aus Oberösterreich hat gesprochen, der Roland Thüringer hat gesprochen, Ärzte haben gesprochen, Hebammen haben gesprochen und auch Marlene Petrovic, ein Urgestein der Grünen, hat sich auf die Bühne gestellt und gesagt, warum es wichtig ist, Widerstand zu leisten. Jetzt geht's auf zum Heldenplatz. Wir haben heute natürlich auch wieder fleißig alte Infodirekt-Ausgaben verteilt und eine Ausgabe habe ich jemandem gegeben, der offensichtlich einen Migrationshintergrund hatte und der dreht die Ausgabe um und sagt, ah, unser nächster Bundespräsident. Jetzt schaut heute auf euch alle, auf jeden einzelnen von euch. Und in diesem Sinne, Freiheitskämpfe aller Länder, vereinigt euch! Hier wird dann der Landwurst, treibt ihr schon wieder nach Wien? Ja, natürlich. Wien ist immer noch mein Vaterland. Da kann die Politik machen, was sie wollen. Da kann ich so einen Brenner eine Mauer aufstellen. Ich bin ein Tiroler. Die Nord- und Osttiroler sind meine großen Brüder. Und natürlich ist zurzeit Wien sozusagen die Zentrale der geistigen Normen Rechtsbrecher. Obwohl unsere Flip-Flop-Träger in Rom unten auch Maßnahmen zurzeit ergreifen, was also menschenunwürdig sind. Aber ich bin heute bei meinen Landsleuten da, um die zu unterstützen. Und ich glaube auch, Wien ist die Zentrale für Eigenverantwortung, für Freiheit. Aber eine persönliche Frage sei mir erlaubt. Was sagt deine Frau dazu, wenn du ständig unterwegs bist? Ich habe eine grandiose Frau zu Hause, die mich natürlich auch in dieser Sache unterstützt und ein volles Verständnis dafür aufbringt, dass ich in dieser Zeit aufstehe und versuche, den Leuten Mut zuzureden. Und ich glaube, da bin ich sehr, sehr glücklich und stolz drauf auf sie. Sehr gut, dann nimmst du nächstes Mal mit nach Wien. Die ist jetzt zur Zeit mit den Enkelkindern unterwegs, also im wunderschönen Xiersertal und genießt da ein bisschen Auszeit, aber sie ist auch sehr oft mit dabei. Also. Neben mir steht jetzt Gerald Hauser als FPÖ-Nationalrat und Buchautor von einem Bestsellerbuch mittlerweile. In der aktuellen Infodirekt-Ausgabe findet man sogar eine Buchrezension dazu. Herr Hauser, wir haben vorher kurz darüber gesprochen, die Pandemie ist ja nur zum Teil ein Gesundheitsproblem, hauptsächlich ein Demokratieproblem, oder wie sehen Sie das? Na, erstens ist das wirklich eine Pandemie. Wir haben das also auch in unserem Buch festgehalten. Man hat im Jahr 2020 eine weltweite sogenannte Pandemie ausgerufen bei in etwa 4.400 weltweiten Todesfällen. Das war nur deswegen möglich, weil man im Jahr 2009 die Vorschriften auf Druck von Bill Gates und ähnlichen Männern innerhalb der WHO geändert hat. Bis dorthin war es so, dass eine weltweite Pandemie nur dann ausgerufen hätte werden können, wenn es extrem viel Tote weltweit gegeben hat. Das hat man 2009 geändert und damit war es möglich, mit 4.400 Toten circa eine weltweite Pandemie auszurufen. Das heißt, man hat also bereits langfristig einen Plan vorbereitet, unsere Bürgerrechte abzuschaffen, die Bevölkerung zu knechten und ein chinesisches System einzuführen, wo wir überhaupt keine Freiheiten mehr haben. Und deswegen sind wir heute alle da, um genau das zu verhindern. Wie kommen wir da raus aus dieser Sackgasse eigentlich? Indem wir Widerstand leisten, den täglichen Widerstand. Es sind solche Großdemonstrationen wahnsinnig wichtig. Wir stehen vor einer Beschlussfassung nächste Woche Donnerstag im Parlament, wo der Mainstream und die Systemparteien ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS diese Systemparteien
Parteien eine Impfpflicht beschließen werden, für die es überhaupt kein einziges positives Faktum mehr gibt. Es ist also vollkommen faktenwidrig und deswegen sind wir hier, um diese diktatorischen Maßnahmen mit dem Impfzwang ein für alle Mal zu verhindern. Und das ist eigentlich sensationell, was wir gemeinsam mit der Bevölkerung, mit den alternativen Medien schaffen, hier noch das sogenannte Unumkehrbare noch abzuwenden und für unsere Freiheit zu kämpfen. Diese Freiheit zu kämpfen, damit endlich das passiert, was sich kehrt, Freiheit zurückkommt. In diesem Sinne, alles Gute. Wir sehen uns dann auf der Straße. Neben mir steht jetzt Martin Rutter. Martin, heute wieder viele Leute, ein bisschen weniger wie sonst. Sollte man den Widerstand jetzt bald einmal etwas anders gestalten oder wie wird es jetzt weitergehen mit dem Corona-Widerstand aus deiner Sicht? Ja, es muss alles sein. Es muss die Megademos geben. Übrigens, draußen stehen ganz viele. Es muss aber auch jetzt regional und lokal werden. Was meine ich damit? Die Mittwochstreiks, die wir schon zweimal gemacht haben, die muss es vor den Landesregierungen wieder geben. Die Landeshauptleute müssen spüren, dass das Volk daheim das nicht will, weil die sitzen alle im Boot, rot, schwarz, alles die gleiche Parage. Und wir brauchen zusätzlich Spaziergänge, die sich selbst organisieren, vor Ort in den Bezirken und Gemeinden, damit da auch wirklich jeder mitmachen kann. Und da haben wir es aufgeteilt, zentral, regional und lokal. Und dann ist das die größte Kraft, die wir entwickeln können. Martin, hast du schon eine Stammzelle jetzt in Wien da, weil du wirst da fast jedes Mal verhaftet. Letztes Mal Tränengas in den Augen. Was wird heute passieren? Hast du eine Einschätzung? Nachdem ich bis jetzt immer brav die Maske tragen habe müssen, damit ich noch nicht im Gefängnis bin, so wie der Hannes Brecher, den sie festgenommen haben heute, obwohl er schwer lungenkrank ist. Das letzte Mal, wo ich in der Zelle war wegen der Stammzelle, haben wir Selfies drin gemacht. Jawohl. Da sind Justizwachebeamte gekommen und wir haben Selfies drin gemacht. Also so viel zu dem Thema. Da gibt es ganz viele, die auf unserer Seite sind. Soll es mich einsperren, soll es Pfefferspray machen. Aufgeben werde ich nie. Und da draußen, die Leute werden auch nie aufgeben. Und dann werden die anderen in der Zelle setzen und dann schaut es ganz anders aus. Mit dem macht keiner ein Selfie. Mit denen reden wir nur darüber, ob es an 30, 40 oder 50 im Häfen sitzt. Das ist das Ziel. Martin, dann wünsche ich dir eine friedliche Demonstration. Dankeschön. Alles Danke. Gute. Martin Rutter hat eben im Interview gesagt, dass man sich lokal vernetzen soll. Und beim Lokalvernetzen gibt es einen Infodirekt-Pro-Tipp, mehr oder weniger, nämlich den Infodirekt-Ortstafelgenerator. Also geht es auf die Seite Infodirekt. Direkt. Da gibt es einen Ortstafelgenerator, da könnt ihr Ortstafeln ausdrucken und dann da zeigen, ob ihr von Everding, von Buchkirchen, von Innsbruck seid und die Menschen können sich dann bei euch melden und ihr könnt euch so regional vernetzen, den Widerstand regional organisieren und sich gegenseitig helfen. Da sieht man jetzt wieder Lorenzo, ein Antifa-Fotograf, für Wirbel sorgt. Da hat man den nächsten Antifa-Aktivisten gesehen. Was ist dann? Aber es ist erlaubt, oder? Hier am Heldenplatz ist es im Bühnenbereich eben zu Turbulenzen gekommen, weil ein Antifa-Aktivist direkt dort eindringen wollte, wo der VIP-Bereich der Bühne ist, wo die Technik steht, um dort zu fotografieren, um dort vermutlich auch für Unruhe zu sorgen. Die Ordner haben ihn dann festgehalten, er hat sich gewehrt und jetzt ist die Polizei gekommen und ich traue mich fast wetten, dass die etablierten Journalistenvertreter, dass die etablierten Medien dann wieder sagen, hier wurde ein harmloser Journalist bei seiner Arbeit behindert und. Aber wir haben genau gesehen, wie das war. Jetzt spricht gerade Herbert Kickl, wie man hören kann. Vorher hat aber auch gesprochen der Wirt an der Lahn, der Michael Schnedlitz, eine Mutter von 7 Kindern, der Martin Ruth, also sehr buntes Programm. Und jetzt schauen wir weiter und sprechen ein bisschen weiter mit den Demo-Teilnehmern da. Fürchtet ihr euch aus Bosnien hier nicht unter diesen vielen bösen Rechtsextremen? Absolut nicht. Wir sind bei jeder Demo seit der ersten Demo sind wir immer dabei. Aha. Und hat es schon Vorfälle gegeben? Noch nie. Absolut, noch nie. Im Gegenteil. Also die Leute kommen auf uns zu, fragen, wo die Fahne herkommt, weil es viele nicht kennen. Mhm. Also ich bin Ausländer, ich bin Muslim, ich habe einen Hochschulabschluss. Also das typische Bild eigentlich, was man von einer Nazi-Demo... Und da auf der Bühne spricht gerade der Herbert Kickl. Und wir mittendrin, gell? Ja. Ich glaube, da rauchen jetzt in der Standardredaktion und so wieder ein paar Köpfe gerade. Wie das zu erklären ist, wie ist das zu erklären? Na, ich will mich diesem Diktat nicht unterwerfen. Ich möchte wieder frei leben, möchte keine
keinen Maulkorb mehr tragen. Ich möchte einfach nur einkaufen gehen, wann ich möchte, ohne irgendwelche Einschränkungen. Ich hatte Corona. Okay, ich war zwei, drei Tage krank, okay. Aber die Welt steht still auf einmal. Ich verstehe das nicht, dass auf einmal alles anders ist. Ich möchte wieder normal leben können und keine Einschränkungen haben. Am Anfang haben die ja gesagt, ja, erstmal ein Lockdown, zwei Wochen, dann ist wieder Ende. Dann eine Maske, dann zweite Maske, es ist kein Ende in sich. Dann eine Impfung, dann zwei Impfungen, jetzt wieder die dritte Impfung, dann die vierte Impfung. Und wir haben auch eine Maskenbefreiung und wir haben heute auch sogar drei Strafen bekommen. Jeweils drei. Er drei Anzeigen, ich drei Anzeigen. Ja, die brauchen nur die Zahlen halt, dass sie am Ende des Tages sagen könnten, wir hatten so und so viele Anzeigen. Genau so ist es. Freunde, die Demokratie. Sind Sie irgendwie masochistisch veranlagt oder warum gehen Sie auf so eine Demonstration, wo so gefährliche Hooligans sind? Da waren keine gefährlichen Hooligans, da waren auch nie Rechtsextreme, es waren auch nie Antisemiten. Und deswegen, ich gehe deswegen mit einer Israel-Fahne, weil ich das einfach demonstrieren will, dass da nichts passiert. Ganz im Gegenteil, viele Leute, was ich auch komisch finde, bedanken sich, muss sie nicht bedanken. Also Sie gehen regelmäßig auf diese Demonstrationen, haben regelmäßig die Israel-Fahne mit und Ihnen ist noch nie was passiert, oder wie? Im Gegenteil. Die Leute bedanken sich und sagen, schön, dass ihr da seid. Aber wie erklären Sie sich dann die Medienberichte, die immer sagen, oder auch, es gibt ja auch Juden, die sagen, man darf als Jude überhaupt nicht auf die Straße gehen, das ist viel zu gefährlich, wenn die Demonstrationen sind. Wie erklären Sie sich diese Meldungen mit Ihrer persönlichen Erfahrung? Das eine ist Propaganda, das andere ist die Wahrheit. So, wir gehen jetzt vom Heldenplatz Richtung Ring, wo sich schon langsam der Demonstrationszug formieren wird. Es ist schon richtig viel los, also auf gehen wir durchs Heldentor. Am Ring vorm Heldentor und zwischen dem Maria-Theresien-Platz ist wieder jede Menge los. Jetzt schauen wir weiter, was sich sonst noch am Ring tut. Hinter mir sieht man jetzt den Antifa-angeblichen Journalisten Michael Bonvalot. Er steht da ganz friedlich auf der Demo und er sagt ja immer, die Demonstranten sind so gefährlich, so rechtsextrem, so antisemitisch, lauter Schwurbel und es ist so furchtbar gefährlich da auf den Demos, dass er das letzte Mal sogar einen Helm aufgehabt hat. Und jetzt steht er aber da und ihm passiert gar nichts. Bitte auf Twitter veröffentlichen. Wir brauchen jede Werbung. Der Demozug dürfte sich jetzt in Bewegung gesetzt haben. Heute ist es ganz interessant, da stehen wieder Demonstranten, dann ist wieder Lücke, dann stehen wieder Demonstranten. Und jetzt setzt sich der Demozug eben in Bewegung und jetzt schauen wir, ob da vorne dann gleich aufgeschlossen wird. Wenn der Kameramann mal nach vorne schwenkt, da sind nämlich schon wieder die nächsten Menschen. Also es wird spannend, wie das heute alles hier läuft. Hinter mir ist das Goethe-Denkmal und hier wurde letztes Mal willkürlich von der Polizei gekesselt und da hat es dann genau die Medienbilder gegeben, die sich die Regierung höchstwahrscheinlich erwartet hat. Hier stehen auch Gitter, allerdings sind dieses Mal die Gitter noch aufgebockt und ich glaube also, dass der Demozug hier gut durchziehen kann. Es sind auch hier nicht wirklich viele Polizisten zu sehen. Das ist hier jetzt ganz interessant, da sind mehrere Antifa-Fotografen mit ihren Leibwächtern hier. Der Demozug ist zum Stehen gekommen und man sieht die ganzen, da ist eh wieder einer, so ein Antifa-Bodyguard, die ganze Zeit dann die Köpfe strecken und da auf irgendetwas zu warten scheinen. Die Polizei ist jetzt weitergefahren, der Demozug geht auch weiter, wir auch. Wir sind hier bei der Demospitze und da sieht man die Polizei, dann kommen die Antifa-Fotografen, die immer über die Demonstrationen so negativ berichten und dann kommt die nächste Polizei. Das sieht aus, als wenn die Antifa-Experten da mehr oder weniger in Quarantäne hier wären und nachher sprechen sie wieder davon, was sich bei der Demo getan hat. In Wirklichkeit bekommen sie ja da kaum etwas mit davon. Yeah.
Die Demonstranten sind jetzt wieder in der Höhe des Heldenplatzes angekommen. Heute war besonders, dass sich der Zug extrem in die Länge gezogen hat. Es hat zwei große Lastwagen gegeben, es hat mehrere kleine Wegen gegeben, so wie einer kommt jetzt da hinten, dann Trommlergruppen, also wirklich ein vielfältiger, bunter Zug. Jetzt schauen wir weiter am Heldenplatz. Positiv und so etwas habe ich in meinem ganzen Leben, und ich bin 45 Jahre alt, noch nie erlebt. Ich habe das Netzwerk Soziale Arbeit steht auf gegründet und wir haben an den Bundespräsidenten und den Bundeskanzler und den Berufsverband der Sozialen Arbeit einen Brief geschrieben, wo wir unsere Forderungen gestellt haben, vor allem, dass man Klienten wieder besuchen kann, dass man Angehörige in Spitälern wieder besuchen kann mit einem negativen Test, weil derzeit dürfen nur Genesene und Geimpfte in Spitäler gehen und ihre Angehörigen besuchen, obwohl Geimpfte vielleicht das Virus haben und dort weitertragen. Neben mir steht jetzt der Christian. Der Christian hat gemeinsam mit ein paar anderen Menschen diesen riesen Party-Lastwagen organisiert. Und Christian, es gibt ja viele, die kritisieren das immer wieder und sagen, ja, Demonstrationen dürfen keinen Spaß machen. Du siehst es offenbar anders. Ja, ganz sicher. Weil das Leben ist Leben und es muss einen Spaß machen. Und wir gehen ja auf die Straße für gute Sachen. Und ich sage, die Love Parade war eine Demonstration, so hat das angefangen. Ich glaube, so in den 90er Jahren in Berlin, und das war eine Demonstration, weil sie nicht tanzen haben dürfen. Und dann sind sie auf die Straßen gegangen. Und ich sollte mit guter Laune, ich habe heute gar keine Stimme mehr, aber mit guter Laune gehört demonstrieren. Und friedlich und mit Freude. Wie schätzt du die heutige Demonstration ein? Was sagst du dazu? Super, wunderbar. Super rund runtergerannt alles. Wir haben eine super schöne Ringrunde gemacht. Ja. Die Leute volle Freude, also wunderbar. Und wenn man sagt, man möchte diese Spaßdemo sozusagen unterstützen, wie kann man das machen? Wie kann man euch unterstützen? Ja, wir haben eine Landingpage, millennium-movement.com. Da kann man das unterstützen, da kann man auch spenden, da kann man sich auch melden bei uns. Ja. Samstag, nächste Demo, nächstes Mal der Millennium-Bus dabei. Ja, ich sage gar nicht mehr Demo, ich sage schon Festival to go. Ja, stimmt, es sind überall verschiedene Gruppen, für jedes was dabei. Ja, für alles was dabei. Quer durch den Gemüsegarten, von jung bis alt, von all, also auch das ist ja das, was wir Herz sagen wollen. Der Kugler hat gesagt, wir können Leute da und da spazieren in der Stadt. Ich will das gar nicht sagen, was der Kugler sagt. Ja. Aber wir wollen ja sagen, dass da ganz normale Leute unterwegs sind. Widerstand! 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 Ich finde es ganz toll, was Info Direkt macht. Ihr macht eine Top-Arbeit und das ist ganz wichtig, dass es alternative Medien gibt, die noch die Wahrheit schreiben.